Hey yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Leute und heute ein kleines Dual-Commentary zusammen mit dem Marcel. Ja, hallo. Und ja, ich bin auch noch bei ihm zu Besuch, ich war ja jetzt eine Woche bei ihm, ich muss jetzt später leider schon weg, weil wir haben jetzt glaube ich 4:30 früh in der Nacht quasi schon und um 12 Uhr muss ich dann leider schon abfahren, aber wir dachten uns, komm, wir machen jetzt noch ein Dual-Commentary und ja, gleich nehmen wir dann auch noch die zwei Hände, ein Controller. Nein, wir sind nicht Gaps, also zwei Hände, ein Controller-Challenge. Genau, wir haben keine drei Beine. Genau. Und ja, das wird dann der Marcel auf seinem Kanal hochladen und für mich machen wir dann sozusagen ein kleines Dual und reden so einfach darüber, was wir so die ganze Woche lang gemacht alles haben. War natürlich sehr abwechslungsreich heute. Sehr viel gemacht, ja. Also die ersten drei, vier Tage haben wir eigentlich ganz normal gechillt, haben halt gezockt und so weiter. Aber was man dazu eigentlich sagen müsste, finde ich, ist, als ich dich abgeholt habe, sind wir so zu so einem Supermarkt in unserer Nähe gefahren. Und dann erstmal sie direkt so nach 20 Minuten direkt einen Abonnent erkannt. So. Und er hat sogar die Supermarktklamotten angehabt, weil er da so ein Praktikum gemacht hat. Also wir wurden im letzten Mal, als er hier war, so irgendwie überhaupt gar nicht erkannt. Und diesmal direkt so nach 10 Sekunden auf jeden Fall ziemlich witzig. Und Leute, müsst euch das so vorstellen, wenn Marcel und ich sozusagen real life unterwegs sind, wir vergleichen einfach alles mit Call of Duty. Da war so ein Plakat im Supermarkt, da erinnere ich mich auch noch. Ja. Da stand, glaube ich, Lieferdienst oder so drauf. Lieferservice, ja. Genau, Lieferservice. Und bei der PS3 gibt es ja bei Multiteam diese Abfuck-Accounts, die heißen ja auch immer so Lieferbrief und was es sicher ist. Und das haben wir alles mal damit verglichen. Oder gibt es, glaube ich, noch bei dir so einen Laden, der ist, glaube ich, irgendwie so Beast oder so. Ja, Beast. Ja, genau. Autohaus Beast, da gibt es hier natürlich. Und da ist natürlich auch Anton am Arbeiten, der Spaß. Aber warte, wir müssen auf jeden Fall noch was kurz zum Gameplay, glaube ich, sagen. Also ist eine Double Nuclear, oder? So. Genau, aber mit einem Abonnenten-Account. Das spielt Burtlo oder so. Bei Burtlo ist das. Ja, wir haben gespielt mit FMT Freeze und Niops. Das waren KS Freak und ich. Also ist ziemlich witzig. Wir sind ja immer undercover unterwegs. Aber wir haben die Accounts schon alle gewechselt, weil ja auch der arme Niops und so wird jetzt auch hart abgefuckt, obwohl er gar nichts dafür kann sozusagen. Genau, an ein paar Stellen sieht das Gameplay ein bisschen komisch aus, weil das Ganze aus dem Kinomodus abgefilmt ist, Leute. Also wundert euch nicht. Und ja, auf jeden Fall eine M81 Double Nuclear. Ich bin, glaube ich, danach noch auf Chupanuclear Streak gestorben, aber nun ja, kann man nichts machen. Sieht eigentlich ganz cool aus in der Diamanttarnung sogar, weil selber bin ich mal viel zu faul, das Ganze mir frei zu spielen. Ich glaube, das macht nur so viel Headshots und so. Erstmal richtig ätzend, sag ich mal. Belastend. Und ja, Marcel und ich hatten natürlich auch eine sehr, sehr gesunde, gesunde Ernährung. Ja, wie oft waren wir bei Mac? Also wir hatten, glaube ich, eine stabile 0,5, ich glaube sogar über 0,5. Ja, wir hatten locker 0,7er Quote. Also ihr müsst das ist nämlich die Quote, die man McDonald's pro Tag ist, die Quote. Die müsste so bei 0,7 gewesen sein. Also ich glaube, wir waren viermal in den letzten 6 Tagen. Nur am ersten Tag sind wir leider auf Streak gestorben sozusagen. Aber ansonsten, aber man kann eigentlich noch das andere Fastfood dazu zählen, also Pizza und so. Ja, stimmt, Pizza, also Döner eigentlich sind wir die ganze Zeit auf Gunstreet gegangen. Genau, wir sind auf Gunstreet gewesen. Wir haben auch heute Nacht, sind wir auch gerade eben jetzt zu McDonald's um 1:30 gefahren. Also wir fahren immer nachts dahin. Ja, kannst du erzählen, was du alles gekauft hast? Ja, ich habe natürlich, was habe ich gekauft? Es war eine Biomilch, glaube ich, eine Apfelpommes und einen kleinen Salat. Genau. Ja, Spaß. Nee, aber Leute, wir werden dazu, wenn ihr Bock drauf habt, mal ein Video auf Facebook hochladen, wie wir zu McDonald's fahren. Das ist auf jeden Fall ziemlich behindert, würde ich sagen. Ah, stimmt, wie wir gesungen haben, Stirnackenkommando. Genau, und so. Stirnackenkommando. Das kann man leider nicht auf YouTube hochladen, wegen Copyright und so, aber naja. Dann haben wir noch was gemacht, den 24-Stunden-Stream. Genau. Können wir eigentlich auch noch was dazu sagen? Ja, da haben wir dieses legendäre Ankündigungsvideo hochgeladen mit Pure. Im Übrigen danke für den Song, den du uns zur Verfügung gestellt hast. Auf jeden Fall haben wir ihn natürlich nicht gefragt, ob wir das benutzen dürfen. Aber bei mir ging es eigentlich diesmal vom Müdigkeitsfaktor. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah. Ja, es ist halt so, weil unser Schlafmodus komplett im Arsch ist, aber ich denke mal, es war so irgendwie die letzte, also 4 Stunden vor Schluss, ne, so auf brutal sozusagen, da war es dann halt schon ziemlich, oh Gott, das ist so behindert immer als mit COD, Mann, da war es dann halt schon ziemlich schwierig, ne, aber ansonsten, ja, war es eigentlich ziemlich perfekt, wir haben nachts irgendwie auch noch Liga mit Red gespielt, das wissen wahrscheinlich viele gar nicht, ja, so ab 4 Uhr, es hat richtig Bock gemacht, da ist man nochmal richtig gut wach geworden. Auf jeden Fall auch danke an alle, die da dabei waren, wir hatten ja zwischenzeitliche Leute, fast 6000 Zuschauer, das war richtig heftig, wenn man sich das mal überlegt. Das ist so krass, 6000 Leute schauen einfach mal einem live zu, wie du einfach zockst und so, wie du einfach vor der Face Game da rumgammelst. Behindert bist, genau. Wie immer, das ist abnormal. Augenringen bis zum Boden und so weiter. Ja. Und genau, was haben wir da noch gemacht? Also auf jeden Fall kann man noch sagen, Anton und ich, wir sind immer so, müssen uns gerade auch ein bisschen zusammenreißen, so, weil wir drehen so durch immer. Manchmal drehen wir echt extrem durch. Wir können ja vielleicht sogar eine Stelle jetzt gleich reinschneiden von dem Live-Commentary. Da habe ich einen Live-Commentary versucht. Da hatten wir so einen Lachflash, Leute. Einfach so wieder. Das ist genau wie bei diesem Die behindertste Runde. Genau, das ist einfach so hart gelacht. Einfach so, das ist bei uns halt normal. Wir sind so am Abspacken. Wir sitzen auch einen Meter nebeneinander, zocken, schreien rum. Ich habe vorhin wieder meine Monster Energy meine Relentless Energy Dose wieder so gegen mein Sofa geschmissen, Alter. Du hast mich damit sogar noch ein bisschen erwischt. Ja, hier ist auch alles nass. Ja, hier war auch alles nass. Mein Portemonnaie und so war auch nass. Wir können ja sogar noch was ankündigen, aber dazu können wir eigentlich noch in einem. Da machen wir ein Einzelvideo. Also, Leute, seid gespannt, was die nächsten Tage noch auf euch zukommt. Es wird aber jeder auf seinem eigenen Kanal ankündigen.
Also da ist auf jeden Fall einiges, auch wobei, nee, wir können es eigentlich schon, wegen einer Sache können wir es eigentlich schon ankündigen. Wir werden zwar nicht genaueres dazu sagen, aber wir werden ein Road to Commander starten, Anton und ich, und wir brauchen dazu noch ein Intro. Deswegen, das kann man noch dazu sagen, oder? Genau. Also Leute, falls ihr für uns irgendein Intro erstellen möchtet, was halt irgendwie mit dem Road to Commander was zu tun haben soll. Wir können ja direkt mal sagen, es soll Scuff to Commander heißen. Genau, Scuff Tipp. To Commander, weil ich habe jetzt auch... Ja, leider ein bisschen gesündigt, hab mir den Scuff-Controller jetzt zugelegt. Genau. Muss mich noch ein bisschen daran gewöhnen, weil, ja, es ist nicht so leicht, sich sofort damit perfekt sozusagen einzuspielen. Ja, aber das wird bis dahin auf jeden Fall gehen, bis wir das aufnehmen. Genau. Wir werden es auch nicht machen, so wie andere YouTuber-Solution, die das dann anfangen und nicht zu Ende bringen. Nee, wir grüße werden das ganz schon natürlich. Sehr zuverlässig genau, machen. Genau, weil wir nehmen nämlich alles, weil wir wollen fast alles vorher aufnehmen, bevor wir es hochladen. Aber genaue Informationen genau. werden auf jeden Fall dann noch folgen. Genau. Und ja, Leute, ich würde mal sagen, das Gameplay neigt sich jetzt schon zum Ende. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Danke genau. nochmal, dass du mitgemacht hast. Ja, wow, danke. Kein Problem. Wir werden jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen schwitzen zusammen an einem Controller, jetzt für Marcel noch ein Video aufnehmen genau. und ich würde mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, Marcel, sein Kanal ist natürlich unten in der Videobeschreibung ganz oben verlinkt. Sind wahrscheinlich einige von euch, die mir auch nicht abonniert haben. Und genau, jetzt seht ihr wahrscheinlich noch einen Clip, wo wir ein bisschen durchgedreht sind, Leute. Genau. Also, ich würde mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was war das? Guck mal, was er mit Speedtech hat. Ich hör's auf damit. Okay. Als Maul. Wie geht am Konterton oder was? El Scorpion, da ist der El Scorpion. Das wird doch 100 plus Gameplay. Halt's Maul jetzt, Alter, ich kann sonst nicht mehr, Mann.